Willkommen in einer Stadt ohne Wasser, einer Stadt ohne Strom, einer Stadt ohne Nahrung und Medikamente. Willkommen im Sarajevo der 1990er Jahre. Der Autor Jasminko Halilovic wurde in Sarajevo geboren und war damals keine 4 Jahre alt, als der Balkankrieg ausbrach. Jasminko ist heute, 20 Jahre später, ein gebildeter, erfolgreicher junger Mann, der noch heute in Sarajevo lebt. Und Jasminko hat schon viele tolle Projekte realisiert. Dieses Buch war eine Herzensangelegenheit von ihm. Er startete damals, im Juni 2010, einen Aufruf im Internet und richtete diesen Aufruf an alle Menschen, die ihre Kindheit im damals belagerten Sarajevo bzw. im gesamten Balkankrieg verbracht haben und stellte ihnen die Frage, was bedeutet für dich Kindheit im Krieg? Auf die Frage, was für ihn Kindheit im Krieg bedeutet, schrieb Amer, Jahrgang 1987, ein Kaugummi der Marke Chunga Lunga. Welche Freude habe ich in dem Moment verspürt, als ich den bekommen habe? So froh wie damals war ich nie mehr danach. Als ich diese Einsendung las, erinnerte ich mich daran, wie mein Onkel die gleichen Chunga Lunga Kaugummis für meine Cousine und mich mitbrachte. Jeden Tag, als ich bei meiner Tante war, gab er uns je einen Kaugummi. Am Anfang des Krieges wurde er ins Konzentrationslager Kula bei Sarajevo abgeführt. Von dort kam er nie zurück. Ich war damals ein Kind und das Einzige, was mich an meinen Onkel erinnerte, sind diese Kaugummis. Diese Tatsache macht unser Projekt so einzigartig, denn hinter jeder Erinnerung sind Hunderte von unseren persönlichen Geschichten verborgen. Denn jeder einzelne Autor war bereit, sein Innerstes zu öffnen für dieses Buch und schafft es wirklich, in einem Satz eine ganze Kindheit im Krieg zu verpacken. Nacht, wir holen Wasser. Ich trage einen 2-Liter-Kanister. Die Granaten fallen. Doch ich bin stolz, auch Wasser tragen zu dürfen. Kindheit im Krieg ist, wenn du in eine Zwiebel beißt und dir vorstellst, es sei ein Apfel, weil du seit Monaten keinen mehr gegessen hast. Ein sonniger Tag im Krieg, Hitze, ein Konvoi mit Flüchtlingen und Gefangenen. Und mein Hund, der weinte, als wir ihn zurückließen. Ich habe darauf gewartet, dass mein Vater von der Front zurückkommt und mir Bonbons mitbringt. Ich hatte ja damals keine Ahnung, was Front bedeutet. Musik hören im Radio. Den Strom erzeugten wir, indem wir in die Pedale eines alten Fahrrads getreten haben. Das Bild eines Mädchens, das im Schnee eine Tafel Schokolade auf das Grab ihres Bruders legt, weil sie nicht begreifen kann, dass er nicht mehr da ist. Ich habe mit meiner Schwester die Granateneinschläge gezählt. So lernte ich zählen. Wenn die Mama schreit, lauf, ein Scharfschütze. Erst nach dem Krieg habe ich erfahren, was ein Scharfschütze ist. Den Sommer im dunklen Keller erlebt. Die Frage, was wird Mama morgen wohl aus nichts zum Essen zubereiten? Weiße Socken, schneeweiß. Mama hat sie gewaschen, komplett ohne Waschmittel. Wie geht denn das? Ein zerstörter Teil meines Lebens, weil es Erwachsene so wollten. Stille. Kindheit im Krieg ist das Glück und die Freude,
wenn man im Lunchpaket Cracker aus dem Vietnamkrieg bekommt. Rund 40 Jahre alt. Viel Glück. Irgendwie habe ich mir als Kind eingeredet, allen lieben Menschen viel Glück zu wünschen, egal wo sie damals hingingen. Ich wünschte mir, ich könnte noch einmal Kind sein, um meinen Vater ein letztes Mal zu umarmen. Wir waren hungrig, durstig und barfuß. Sie nahmen uns die Kindheit weg, nicht aber unsere Träume und Hoffnung auf ein besseres Morgen. Ich hoffe, dieses Buch wird zum Verständnis der spezifischen Erfahrung der im Krieg herangewachsenen Kinder beitragen. Es wird hoffentlich auch einen Beitrag zu mehr Bewusstsein der Erwachsenen leisten, die die Verantwortung haben, eine bessere Welt für alle Kinder zu schaffen. Es ist ein wirklich wichtiger Weg, dass dieses Buch auch im deutschsprachigen Raum seinen Verleger findet, da wir es alle besitzen sollten. Dovidenia und auf Wiedersehen.